So, hallo miteinander und herzlich willkommen bei Empire. Wie ich mich auf dieses Spiel freue. Wuhu! Wie gesagt, ich habe es im Foxglove Copperfield Video ja schon erklärt, dass im Moment gerade hochladet. Gar keinen Zeitdruck habe ich oder so, ne. Morgen geht ja Schule wieder los und dann wird es echt eng. Wahrscheinlich wird dann Empire, versuche ich täglich rauszuhauen. Foxglove möchte ich, ja, weiß nicht, wie lange das noch geht, wahrscheinlich nicht mehr lange. Das versuche ich dann täglich hochzuhauen, wird aber wahrscheinlich nix. Mal gucken. Also Empire sollte klappen. Das sollte jetzt wirklich möglich sein. Ich meine, wenn ich 2-3 Folgen am Stück aufnehme, dann habe ich ja schon eine Menge. Übrigens saumäßig geiler. Hauptbildschirm, Dingsens, Hauptmenübildschirm, Teil, Viech. Nö. Finde ich echt geil. Also, humortechnisch sieht es bis jetzt wirklich sehr nach Dungeon Keeper aus. Jo. Jetzt habe ich den Faden verloren. Passiert ja ganz selten bei mir. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung mehr, von was ich begonnen habe. Okay, auf jeden Fall. Ja, und noch, genau. Ich habe es mir vorbestellt, ist nicht gekommen. Mit Begründung, ja, es dauert 2 Wochen mehr. Weil es Lieferprobleme gab, dann habe ich halt die Bestellung gelöscht. Und es wird mir jetzt kurz auf Steam heruntergeladen, das heißt heute Morgen gesehen, kommt wirklich erst in 2 Wochen, heute Mittag runtergeladen, Foxglove aufgenommen, jetzt ist kurz vor 6, 20 vor 6, jetzt nehme ich eine Runde auf, und zwar Empire, und ich freue mich, und Optionen habe ich schon angeguckt, ja, okay, ja, also Optionen habe ich schon, also mehr als, wie viel ging maximal, 1680 mal 1050, mehr geht nicht. Hater. Bisschen doof, aber gucken wir mal. Ich würde mal sagen, wir klicken Start. Huhu. Oh. Ich habe gedacht, es gibt jetzt ein cooles Intro-Video oder so, aber das kommt wohl erst nach Profil. Geil. Okay, wartet mal. Warte. Ich muss kurz. Hä? Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gestartet, vorher kurz nur um die Optionen anzuschauen, habe mir noch kein Menü angeschaut, außer das Optionenmenü. Und jetzt verstehe ich im Moment gerade nicht unbedingt viel, also Profil. Gucken wir mal hier. Baal. Kann man den umbenennen? Ne. Was? Das sieht jetzt aus wie ein Online-Spiel, ja, aber... Okay, was auch immer. Verstehe ich nicht. Gut, okay. Bevor ich mir noch lange überlege, wir nehmen mal den hier. Oh. Alter. Also, wenn irgendeiner irgendwas hier versteht. Okay, wisst ihr was? Was soll's? Ich mache jetzt einfach mal eine neue Kampagne. Go. Ich verstehe im Moment gar nichts. Hey. Nein. Ich kann es irgendwie... Ich verstehe es wirklich nicht. Ich hätte die Beschreibung vorher lesen sollen. Aber gut, ich mache jetzt eine neue Kampagne nochmal. Lobbytyp ist privat. Okay, Schwierigkeitsgrad. Was gibt's? Leicht. Mittelschwer wahrscheinlich. Gibt es noch mehr als schwer? Sehr schwer. Okay, cool. Wir machen mal Mittel. Mittel, habe ich gesagt. So. Verdammt. So, Mittel. Kann ich ihn nun benennen? Oder heißen die automatisch Baal? Okay, Baal. Der Name Baal ist gut. Leute, ich verstehe gar nichts. Ist das nur ein Online-Spiel? Das wäre jetzt ziemlich scheiße, das wusste ich nicht. Es scheint fast so. Naja, okay.
Ich versuch's jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Multiplayer Beta. Leute, wollt ihr mich verarschen? Das. Nein, eigentlich nicht. Es ist doch schön, dass es. Irgendwie. Start. Mehr geht nicht. Fortfahren. Mehr scheint nicht zu gehen. Na gut, okay, ich starte jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wenn es ein Multiplayer-Spiel ist, ein reines, dann hätte ich irgendwas falsch gelesen. Das kann ja jetzt sein. Spielen wir. Spiel starten, hab keine Ahnung. You were going about your daily business of flogging the mindless slithering masses, covering the steep walls of your bottomless domain. When you felt someone yanking at your soul. After a first attack of unease, you found yourself quite excited by the prospect of being pulled away from a job that had started to seem kind of tedious and unrewarding. Boy, are you in for a nasty surprise. Ja, der Humor ist der gleiche wie in Dungeon Keeper. Ähnlich. Oh, süßer Ladebildschirm. Hell Salabim, Accio Impun, rise from the dark. Oh, Hellspawn, join me to orchestrate a symphony of destruction that will echo across the land of the Sidrian Kings. Hell Salabim. Accio Impum! Yeah. What? I did it! After 40 years of trying, I actually... I bid you welcome to the realm of Ardania, oh mighty tormentor, spawn of the eternal night and underworld. Oscar Van Fairweather is my name, and I am your master. Or rather, think of me as your father. Not your father. Scratch that. Definitely not your father. I am your advice. Oh, crap. What have I fallen into this time? You can speak. That's amazing. I mean, I have obviously conversed with demons before. Powerful ones, too. Archdemons and such. But tell me, what is thy name, Imp? Imp. I am Baal Abaddon. The creature of the bottomless pit. Whoa, we got it. I didn't really catch a proper name in there, but never mind. I will call you something really awesome. Something to inspire anguish and fear in our enemies, like Slayer, or Demon of Death, or maybe just Death Slayer. Yes, that's it. Alter. You're not listening to a word I'm saying, are you? You're welcome. Now, let's have a look. Spin around, spin around. Oh my, you look fabulous. You look fabulous. Radiant. Sorry. Like a shiny red rainbow in the dark. You think? Moments ago, I was 15 feet tall and wreathed in flames, you quack. This incarnation stinks. Yes, yes, I understand. No doubt you want to know why I've summoned you. Well, enlightenment will be yours before long. For now, I can tell you this much. Heed my counsel, and I will give you the world. You'll reign in blood. Men will crawl at your feet, and you'll have thousands of pretty maids dancing for you in their unmentionables. Okay, now you talk. Now what's the catch? Would you please stop squeaking for a moment? Now, before you can indulge yourself, there is work to be done, and before work can be done, you need to convince me that you've got a true appetite for destruction. You are testing me? That's absurd! You're a moth testing the bonfire, little man! Would you keep quiet and listen? Nearby lives a piece of trash named Malister Crowley. We went to school together, majoring in demonology. He was a pompous prick then, and now he's even worse. He thinks he's so superior, when in truth he is no smarter than your average doorknob. Your first task is to rob Mr. Crowley of everything he owns. After that, I want you to crush him to death. I will adjourn to my office, but we will stay in contact telepathically. So don't worry, I'll guide your steps. Just make sure you dazzle me. You're standing in my cozy little basement. It may not look like much at the moment, but I promise you, it has the potential to become fantastically nasty. To aid you in the remodeling process, I will first teach you how to summon a type of worker demon to help you. Why not make it two while you're at it? It's easy peasy.
As a demonologist extraordinaire, I am of course knowledgeable about the fact that you demons perceive yourselves in a fairly odd way when summoned to the Ardanian plane. As if you were seeing yourself in the third person, through a picture frame of sorts. Anyway, summon a worker, try this. First you right-click on yourself, whatever that means, and hold the button pressed. Keeping this button pressed will bring up a context menu where you simply need to select the summon worker icon to summon it. Complicated stuff, being a demon and all. Hope I got that right. You should also know that the amount of workers you can have around is somehow linked to your dungeon's reputation. Genial, anders kann ich es nicht sagen. Also der Humor ist der Hammer, die Grafik ist mies, klar. Ist wirklich nicht gut für 2013, aber das ist ja scheißegal. Die Grafik ist mir Wurst, wenn das Game so ist. Wenn das Game so sein wird, wie es bis jetzt wirkt, dann wird es der Hammer. Absoluter Hammer. Splendid work so far, Danton. Now, minions come to work and eat. According to Virgil Danton's Guide to the Rim of Hell, they are particularly fond of spore, mold, and fungus. Order your workers to repair this mushroom room so they have somewhere to collect. To repair a room, bring your mouse cursor over the room, click and hold the right button to bring up the context menu. Then put the cursor over the wrench-like tool icon and release the button. Reparieren. Also das, der Humor ist wirklich cool. Die Übersetzung ist... okay. Die Übersetzung ist mäßig. Auf Englisch ist es besser, aber ich finde sie gut gelungen. Es ist ein Indie-Studio, die können sich... Alter, das ist ein Witz. Ich will das sehen. Ich will das vom Nahe sehen. Alter, der shaket hier rum. Nicely done! Food produced in there will allow you to summon more minions to serve our cause. We also need someone to cultivate and harvest the food, so let's order one of the worker imps to do so. Select the worker standing in the room by left-clicking him, then assign him to the mushroom room by right-clicking on the ground in the middle of the mushroom. Die Steuerung ist cool. Die Steuerung ist sehr viel simpler. It's working! Just so you know. Another option would have been to bring up the context menu for the mushroom room and select the call worker option. Also die Steuerung ist sehr viel simpler als in Dungeon Keepers, gefällt mir. Also in Dungeon Keeper gibt es ja keine direkte Steuerung. Was muss ich jetzt tun? Dreck, jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Okay. Death Slayer, our mushroom operator just dropped a bag. But don't worry. That's a loot bag containing mushrooms. You'll need a stockroom to store them. I happen to notice there's an old broken down stockroom next to your mushroom room. Mushroom Open room. Open the stockroom's context menu and select repair. This will send a minion to repair the room. Cool. Oh. Nein. Oh, Mist, ich Idiot. So, jetzt hier, komm. Habe ich ihn jetzt wegbeordert, den anderen? Das will ich kurz gucken. Alter, die machen diesen Bauchtanz. Tut mir leid, Mikro. Macht so einen geilen Bauchtanz, um es zu reparieren. Hammer. Oops. This must be one of Cruelly's minions posted as a sentry. Ooh, it's a berserker, no less. I want it. Quickly, attack it with a lightning bolt. Bring up the context menu of the enemy berserker and select the lightning icon. Bus. Blitzschlag. Oh. Oh, that feels good, doesn't it? I will study the corpse and soon be able to teach you how to summon such creatures into your service. Das ist aber geil. Jetzt verstehe ich. Build yourself a nursery while I dissect the corpse. That is a room allowing you to spawn minions of your own. To construct a new room, you can click the management mode button, or you can... let's see. You can smash the hotkey. Whatever. And this will sound totally deranged, but once you have selected to build the nursery, you're supposed to be able to rotate the room before placing it in the world. You do that by right clicking before finally placing it with a click on the left button. Ich kann nur applaudieren. Verwaltungsmodus, ja. Geil.
Sehr geil. So eine Ansicht ist schon mal gut. Okay, Alter. Also auch wenn das Spiel jetzt qualitativ noch abnehmen würde, wäre es das Geld jetzt schon wert gewesen. Das dürfte auch sein, hä? What? Oh, ganz schön großes Viech-Dings. Kann ich den? So. Wo soll ich denn den hinhauen? Hier? Hallo? Miau. Das steht jetzt aber nicht, oder? Bin ich zu blöd? Soll ich ihn dahin bautzen? Ne, geht ja nicht. Ich habe nicht gesehen, dass das die Blaupause. Ich dachte, da sei schon ein Raum, aber ne, klar. Tut mir leid, das war ziemlich doof. So. Nice, jetzt kommt ein Imp und baut. Bau? Ah, ich kann. Nein, ich kann nichts machen. Okay. Oh, I almost forgot. The nursery needs a worker to do the actual nursing. Summon a new one and assign it to the room at once. Mach ich doch sofort. Baal. Geiler Name. Baal Abaddon. Hoxy Poxy Fijioxo. What the fuck? So, komm. Einer von euch Pennern geht jetzt da arbeiten. Wo gehst du? Was ich kurz sagen wollte, der Typ unterbricht mich ständig. Das mit dem Online-Dings, ich glaube, ich habe es verstanden. Man kann einfach die Mission, glaube ich, auch online spielen, aber ich werde es Singleplayer Let's Play. You should see the Berserker listed among the basic units. Select it to spawn yourself a brand new Berserker. Es macht auch Sinn, dass man die ab. One final note about the nursery. The spawning of units. Nein! Vertonungsfehler, hm? Das ist ja Wurst, komm. Ich find's cool. Ich find's noch ein cooles Feature, dass er selber zwar arbeitet, aber schwören kann, aber. Mächtigere Viecher kann man nur hier drinnen herbeibeschwören, Arbeiter. Ja, mein Berserker. Habe ich denn das ausgewählt? Ah, boah, ist ganz schön komplex. Oh, he's adorable, your first little Implink Berserker. If you let him wander, he will attack any enemy he sees. To make even better use, you should partner him with other units by assigning him to a squad. To add the Berserker to one, open the squad's menu and simply drag the Berserker icon onto the first squad location to the right. Yes. Gut, geil, kann sich selbst umbringen. Essen, üben gehen. Boah. Hallo. Hier? Okay, nein, irgendwie nicht. Ist das hier das? Ah, okay, ich bin doof. So, ich habe vorher nicht genau zugehört, ich war ein bisschen abgelenkt. So, komm, jetzt haben wir schon zwei. Now, create ja, danke. But this time try spawning him using the management mode. Open the menu and click the units button in the lower left of your view. Then click the Berserker icon. Once he's ready for action, Maskottchen. Go back to the squad menu and assign it to the same squad. Excellent. You can assign up to nice. Four units to each squad. Who then will begin to behave differently than they would as single units. They will help each other out, gain experience and special squad skills. Your squads will be on guard duty by default, but that may be changed in each unit's context menu or in the squad menu. But we'll get to that later. Now it's time to locate more of Cruelly's minions and squash them to goo.
It's time to pay Malister cruelly a visit. To reach his cellar, you must order the workers to build a hallway. Start by clicking the squares I have highlighted for you, and our minions will get the job done. Huh. Hallo? Ah. Okay. Ich soll ein bisschen mehr lesen, ein bisschen weniger ablenken. So. Hallo? Ah. Ah, a gate. Deathslayer, remember that you are the only one who can interact with such objects. In order to gain access to the next part of the dungeon, you'll have to go there and pull the lever yourself. Then take a look around. Ja. Ich frage mich gerade, soll ich jetzt einen Cut machen oder nicht? Ich guck mal, wenn ich momentan. Doch, ich scheine es jetzt speichern zu können, wenn ich es nochmal machen muss. Das ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall, die Folge geht jetzt schon ein bisschen länger als 20 Minuten. Und ich will nicht zu lange Folgen haben, sonst, ja, wenn ich es immer. Nur weil ich meine, wenn ich jetzt immer halbstündige Folgen machen müsste, müsste ich ziemlich viel mehr aufnehmen, logischerweise. Hm? Auf jeden Fall, bis jetzt gefällt mir das Spiel enorm. Ich freue mich wie ein Depp drauf. Hab's noch nicht ganz verstanden, wie das geht mit dem Menü, mit dem Multiplayer, Singleplayer, was auch immer. Aber hey, das kann ja noch werden. Und das war der erste Part von Empire. Mit unserem lieben Freund. Jetzt können wir auch hinzoomen. Baal Abaddon, Lord of the Abyss. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein, macht's gut, bye.